Okay, es geht weiter mit Chrono Trigger. Und wie zum Teufel soll ich jetzt die ganzen Sachen holen? Also diese Ausrüstung, die er hat, die will ich haben. Ja, die kann ich mal, aber Ewigpanzer und alles, das will ich haben. Die will ich haben. Ich habe nicht genügend Geld. Verkaufen. Sehen uns mal an, was wir verkaufen können. Kometpfeil, Riesenhand, Megawucht. Helfen hat er gerade bekommen. Magnetweste weg, Magnethelm weg, Perlmut weg, Leuchthelm weg. 50%, okay, das brauche ich. Wie viel habe ich davon? 2 Stück, okay. Komm. Kaufen wir das mal. Okay, wie viele davon kann ich kaufen? 4 Stück. Okay, die. Ach, fick dich. Ah, verdammte Kacke. Okay, Margus, du kriegst mal ein... What the fuck, er braucht es gar... Ach ja, stimmt, er braucht es gar nicht. Er braucht es ja gar nicht, aber er baut eine neue Waffe. Den Hurricane, yeah. Ewigpanzer, okay. Du, Ewigpanzer, super. Du kriegst auch ein Ewigpanzer. Schallpfeil haben wir schon ausgerüstet. Ewigpanzer, okay, das haben wir gut gemacht. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Und kaufen, nein, verkaufen wir mal. Ganz runter. Dunkelsense weg. Magnetweste, 4 Stück haben wir. Willst mich verarschen, komm her. Ja, einkaufen, du kleiner verdammter Mu. Nu, 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 nu. Ewigpanzer, einmal. Okay, davon. Okay, ich glaube, ich kann mir alles holen. Wenn ich das jetzt gut einteile. Ewighelm. Sehr, sehr gut. Und du kriegst einen Ewighelm auch noch. Und du auch noch. So. Okay, für dich habe ich nichts mehr. Ach so, ja, stimmt. Stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt. Ja, jetzt muss ich das wieder verkaufen. Ja, ich bin wieder da, kleiner Nu. Verkaufen. Magnethelm. Habe ich 2 Stück. Todeshelm habe ich nur 1. Wie, ich habe noch einen Ewigpanzer. Okay, das habe ich noch nicht mehr ausgerüstet. Kaufen. Okay, damit kann ich nur 1 kaufen. Kacke, 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 kacke. Wo bist du, Robo? Du kriegst einen Ewigpanzer. Einen Ewighelm. Okay, jetzt verkaufe ich das wieder. Um wieder Sachen zu kaufen. Verkaufen. Oh, ich muss so viele Sachen verkaufen. 1 und kann ich jetzt das kaufen? Ja, oder? Immer noch 1, fick dich doch. Komm, wo bist du, Ayla? Okay, das haben wir jetzt gemacht, das war gut. Einkaufen, verkaufen. Ja, Leute, es ist langweilig, aber ich mach's einfach. Ich mach es einfach durch. Okay, der Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verkaufen soll. Ach, ich verkauf's einfach. Und aus. Oh, ich bin dumm. Jetzt kaufen wir das wieder. Mann, oh Mann, oh Mann. Kaufen. Ja, der ist besser auch noch. So, danke schön. Jetzt haben wir voll ausgerüstet, die ganze Gruppe. Sehr, sehr gut. So ist es doch besser. Und so und so. Ja, bis bald. Und Safe State. Aber wie komme ich an diese verfickte Teil da an? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben alles gemacht. Und wir beginnen mit der ersten Zeitquest. Wir kriegen... Was? Wir kriegen... Tür zu. Wir kriegen genau... Interferenzen von einem enormen Tor. Das kann nicht sein. Lavos? Das ist... Das ist... Der Ocean Palace. Der steht wieder auf, oder was? Strom? Okay, das heißt nichts Gutes. Das heißt nichts Gutes. Okay. Okay. Sei nicht so böse. WTF. Was bist du für ein Teil? Bist du das Palast oder? Bist du der Palast? Ja, ich glaube schon, oder? Was ist das für ein Riesenkäfer? Ja, Lavos sieht aus, sieht sowieso aus wie ein Käfer. Er scheint, als würden wir dort hineingesogen.
Der Seepalast ist aufgestiegen, zumal er sich zu uns zeigt. Der Unterseepalast? Das ist unmöglich. Okay. Wir können jetzt in die Epoche. Aber erstmal nicht die Zukunft. Erst am Apokalypse muss man sowieso nicht jetzt. Mittelära. Hallo, ich will mal. Hallo, ich will mal. Zeitende. Ach, hier ist das. Das Zeitende. Din, 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 din. Bams. Volle Kraft voraus. Aussteigen. Okay, jetzt müssen wir mit den Typen hier reden. Aber erstmal speichern wir mal ab, dass wir alles gemacht haben. Das Zeitei. Das Zeitei. Und wie geht's dir? Wie geht's dir, alte Sack? Hey, wo ist der gesunde Junge mit den radikalen Frisur? Der ist tot. Oh, das sind üble Neuigkeiten. Ich kann euch nur dieses Lied geben. Es heißt Erinnerung an Chrono. Ah, eine Schweigeminute. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Nur der Guru der Zeit kann uns jetzt helfen. Hey, wo wart ihr? Was für eine Geschichte. Und seht euch nur dann. Ihr seid Achtung gebietend? Hä? Ja, das ist genau die Reaktion. Der Guru der Zeit. Habe von ihm natürlich gehört. Aber was möchtet ihr von ihm? Wir hörten, er möge in der Lage sein, unseren Chrono zurückzubringen. Geliebte Menschen, zurückholen. Alle möchten das. Chrono kann auf Freunde wie euch stolz sein. Geliebte Menschen, zurückholen. Ach. Okay. Was zur Hölle? Ja, okay, aber ich dachte, man kann jetzt was machen. Hey. Hey, okay, was hast du zu sagen? Hallo, sag was. Hier, nimm das. Nimm dies. Was ist das denn? Was mag dies sein? Mich dünkt ein Ei. Mich dünkt ein Ei. Nennen wir es den Chrono-Trigger. Es ist ein reines Potenzial. Indem es einen bestimmten Energieereignisverlauf auslöst, kann es einen großen Einfluss auf die Zeit nehmen. Frag denjenigen, der Epoch gemacht hat, wie es auszubrüten ist. Wie jedes Ei repräsentiert es eine Möglichkeit. Entweder etwas schlüpft oder nicht. Aber der Chrono-Trigger verleiht euch das Potenzial, euren Freund zurückzubringen. Das Ergebnis wird den Bemühungen eurer Suche entsprechen. Nicht mehr, nicht weniger. Vergesst das nicht. Solange ihr Chrono in euren Herzen bewahrt, kann der Tag eurer Träume wahr werden. Ich wette, du bist es, nicht? Du bist es, oder? Kaspar, der Guru der Zeit. Ach, wirklich? Ja. So hat man mich wohl genannt. Vor langer Zeit. Ein Chrono-Trigger halten. Yeah. Okay, das speichern wir ab. Wir müssen jetzt zu diesem komischen Nu, der uns Epoch gegeben hat. Ja, Epoch einsteigen. Yeah. Super. Also wir könnten eigentlich längst schon gegen Lavos kämpfen, aber nee, ich lass mir Zeit und mach mir erst die Zeitquest vorwärts. Und flieg und sieg. Din, din, din. Okay, wir sind hier. Und der Bastard ist schon auch da. Wir können jederzeit gegen ihn kämpfen, jederzeit. Ach, nicht in die Kanalisation. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Auf diese Kanalisation habe ich keinen Bock mehr. Ich gehe mir sowieso auf die Nüsse. Güterverlies. Okay, jetzt. So war das. Und so. Öffne uns die Tür, Magus. Das Amulett schimmert. So. Es kamen keine Gegner mehr, oder? Ach ja. Wir müssen erstmal mit. Was ist das denn? Wieso habe ich die davor nicht gesehen? Verdammt. Egal. Komm. Was macht der da? Er schläft oder was? Ach, das haben bisher alle Nus gemacht. Auf dem Todesgipfel ist die Kraft des Lebens zu finden. Doch um diese zu aktivieren, muss der oder die Verstorbene wichtig für das Raum-Zeit-Kontinuum sein. Und man braucht einen Klon, eine exakte Puppe dieser Person. Nur dann kann ein Chrono-Trigger magisch wirken. Ohne den Klon braucht ihr nicht zum Todesgipfel. Nun geht. Okay, wir brauchen den Klon. Also, ihr wisst ja noch, als ich gesagt habe, wir brauchen diesen Klon von Chrono. Ja, jetzt kann man den gut gebrauchen, weil ich ihn ja davor genommen habe, kann ich das jetzt einfach machen.
ohne Schwierigkeiten. Und wir haben dann Chrono wieder. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Und jetzt müssen wir wieder in das Raumschiff. Ich zeige euch den ganzen Weg. Ja. Wieso ist das ganz... Achso, ich dachte schon, der Sound ist für einen Moment weg. Apokalypse. Mittelära. Ja, Gegenwart. Okay. Und so, so, so. Du Wichser, du verfolgst uns überall, oder was? Okay. Okay, da sind wir hier wieder. Und so, und so. Ach, die Mutter wird auch austicken, wenn sie erfährt, dass Chrono weg ist. Sehen wir uns mal an, wie sie reagiert. Wo ist die Mutter? Okay, was macht die da? Oh, hallo, wie geht's Chrono? Ja, ganz gut. Ich hoffe, er benimmt sich. Sagt ihm das, ja? Dürfen wir wohl ich... Ja, Liebes? Dürfen wir diese Puppe wohl kurz ausleihen? Nimmt sie, ihr Lieben. Ach, das ist echt traurig. Sie müssten die Mutter echt anlügen, deswegen. Ich habe irgendwie Bock, wieder mit dir zu reden. Okay, die redet nicht mehr mit uns. Und geratet nicht wieder in Schwierigkeiten. Okay. Ah, da ist die Uschi wieder. Die Uschi. Und jetzt wieder so. Und das, ja, das dauert etwas, bis der Sound wieder auftaucht. Und 2000, nein, 2300. Ich wollte wieder fast sagen 2003. Wieso lande ich jetzt hier? Auf euch habe ich keinen Bock. Und so. Wieso steige ich eigentlich hier aus? Ich muss eigentlich da vorne aussteigen. Und hier rein. Und so, 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 so. Ich mag es wohl, wie er läuft. Oder wie er schwebt. Das sieht immer so cool aus. Ja, das Amulett schimmert. Ja. Es werden jetzt sehr viele Sidequests kommen. Und dann kommt der letzte Boss. Und dann geht's weiter mit Breath of Fire. Danach mit den anderen Projekten. Auf den Todesgipfel ist, die Kraft des Lebens zu finden. Doch um diese zu aktivieren, muss der oder... Ja, ja. Man braucht einen Klon, eine exakte Puppe dieser Person. Nur dann kann Chrono-Trigger magisch wirken. Genug. Die Zeit ist für euch gekommen, den Todesgipfel zu besteigen. Er birgt die letzte Rettung für euren Freund. Das letzte Programm, das ich in diese Speicherbänke dieser Kreatur gesetzt habe, hilft euch den Berg hinauf. Tretet zurück. Sanu, ich kann diesen Bastard irgendwie nicht ernst nehmen. Er sieht aus wie ein... Ich weiß nicht. Programm wird ausgeführt. Oh, was sind das denn? Das kleine Kivalas oder was? Programm wird ausgeführt. Und weiter. Hey, und weiter. Programm wird ausgeführt. Wer hat's gedacht? Und was jetzt? Und was jetzt? Die drei Wesen werden euch beim Besteigen des Todesgipfels helfen. Ende meiner Nachricht. Nun tut mir einen Gefallen. Diese Kreatur hat ihren Programm ausgeführt. Bitte lasst sie schlafen. Der Schalter ist am Bauch. Ist am Bauch. Ist am Bauch? Ja, ausschalten. Diese Kreatur stirbt jenseits des Stroms der Zeit. Okay. Rest in Peace. Es hat seine Aufgabe getan. Oh. Arme Kreatur. Egal. Nu, du hast mir geholfen. Das war sehr, sehr gut von dir. Jetzt musst du nur in Ruhe schlafen und dann ist alles okay. Okay, ich muss mal die Charaktere wechseln. Weil ich habe keinen Bock auf Luca in meiner Truppe. Obwohl sie einer der stärksten... Nein, eigentlich nicht. Egal. Komm. Komm, wir nehmen einfach diese Truppe. Ist das der Todesgipfel? Ja, das ist der Todesgipfel. Jetzt rein mit uns. Okay. Okay, man. Die sind voll langsam hier. Okay, du hast mich irgendwie weggeweht. Muss ich vor ihm stehen? Okay, das muss ich. Hör auf. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Den muss hinter Baum verstecken. Verdammt! Scheiße, okay. Weil wir wissen, ob ich da unten durchgehen kann. Okay, ich mache einfach so. Ich brauche ein paar Anläufe. Haben sie auch gesagt in der Komplettlösung, um hier weiterzukommen. Aber erst nehme ich das hier. Eine Kraftpille halten. Wie? Ich war doch hinter dem Baum. Oh, komm, das hat so eine Kacke. Komm. So.
der diesen komischen Kivala-Ding da. Lauft, wenn der Wind abläuft und passt auf, wenn der bläst. Okay. Oh, das ist so eine Kacke. Okay. Komm, da ist jetzt ein Baum, oder? Ja, das ist ein Baum. Willst du mich verarschen? Ich war doch verdammt hinter diesem verdammt. Oh, komm. Ey, dieser behinderte Bastard vom Baum. Okay, komm, so. Hä? Willst du mich verarschen? Wie soll ich. Warte mal, ich hab da eine Idee. Ich bin durch den Baum durchgerast, ist klar. Warte mal, ich versteh's jetzt nicht. Okay, man muss immer in der Mitte sein. Fick dich doch ins Knie, das ist so eine Scheiße. Okay, ich bin in der Mitte des Baumes. Oh, das ist so eine verdammte Kacke, okay. Okay, ich verschwende meine Zeit hier. Das ist echt sinnlos. Ey, so eine Kackscheiße. Okay. Okay, ich mach mal was anderes. Ich so. Oh, ich mach. Oh, Mann. Okay, ich mach Miss Haste. Das ist besser. Anstatt irgendwie ganze das wieder zu wiederholen. Okay, das regt mich auf. Das regt mich jetzt richtig auf. Okay, so. 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 Komm. Wie kann das mich wegblasen? Okay, ich bleib mal dann einfach. Okay, ich muss jetzt mal Safe State. Immer zur Sicherheit und dann so. Komm, das schaffen wir. Das schaffen wir dahin. Okay, da muss ich ganz dagegen halten. So eine Kacke, warte, wo ist der Baum exakt da? Okay, so. Ach, ich hasse diese Scheiße. Ach, Leute, tut mir leid, aber ich muss es mir Safe State machen. Das ist so ein Kack. Ey, der rutscht immer vom Baum weg. Was ist das für eine Scheiße? Ey. Komm, hör auf. Hör auf, sonst cutte ich ja und dann mache ich einfach weiter. Ach komm. So, komm. Wieso kann ich mich eigentlich nicht hinter Baum. Hey, ist klar, ist klar. Setz mir ein kleines Stück nach rechts, dann fliege ich da weg. Der Wind bläst ja so schlimm. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe keinen Bock mehr. Okay, es geht weiter. Okay, ich muss jetzt schnell durch. Schnell durch, schnell, 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 schnell. Ich habe Bock auf einen Wind. Oh, Glück gehabt. Verdammte Habt ihr irgendwas gesagt? Okay, euch greife ich mal an. Sehen wir uns mal den Schaden an, den ich euch mache. Ihr Kracker oder wie ihr heißt. Okay, ich mache schon sehr viel Schaden und es ist tot. Ja, ich wusste es. Ach du Scheiße, das ist ein Witz. Die hat immer die Chance, irgendwie anzugreifen, ne? Und wie viel ziehst du ab von. So ein kleines Teil hat mich aufgefressen, ist klar. What the fuck? Okay, komm. Okay, so. Und so. Wurfkick.
Wurfkick gelernt. Okay. Aber erst mir Tour hier öffnen. Mit einem Magiering. Das steigert bestimmt meine Magie. Haha, wer hat's gedacht? Okay, da kann ich noch nicht. Hier seid Monster. Aber ich greife ich einfach mal an. Wegen den ganzen Erfahrungspunkten. Kann mir ja nicht schaden. Gewitter 2. Er hat die gleichen Attacken wie. Wie heißt er nochmal? Chrono. Ach, scheiße. Ich habe lange nicht mehr gesehen und dann vergesse ich schon seinen Namen. Kracker. Und seid ihr weg? Okay, das ist gut. So, so. Erreicht nächste Stufe. Dankeschön. Okay, ich muss jetzt so. Kam ich nicht von da? Warte, kam ich nicht von. Ach, ich kam von da. Ich bin dumm. Ich bin stupid. Okay, da kann ich nicht so hoch. Da muss ich extra so hoch gehen. Um dann extra hier durchzugehen. Um was zu holen, ich weiß es nicht. Was bist du für ein Viech? Makaber. Gewitter 2. Willst du mich verarschen? Wie? Okay, komm. Tot. Ja, alle sind tot, das ist gut. Ganz easy peasy. So und so und so und so. Ach du Kacke, ich werde noch so ein Level abbekommen hier. Okay, da ist eine Höhle. Oh, ich greife einfach mal physisch an. Ja, das bringt auch schon was. Das bringt schon vieles was. Okay, das war gut. Purpurring vermindert LP. Sehen wir mal, wie viel das macht. Ach, der ist einer von diesen Schwachen. Makaber. Makaber ist da. Makaber ist doch. Heißt doch irgendwas. Ich weiß nicht mehr, aber was das Wort heißt. Und so und so. Und so so. Und so so. Und speichern wieder. Warte. Wir sehen uns mal alles an hier. Hier ist ein Safe Point. Und andere Seite ist eine Truhe. Mit einem Reflexring. Da steigert wohl mein Reflex. Glaube ich jetzt mal. Okay, wenn ich da rauskomme. Okay, merke ich mir. Merke ich mir. Deswegen gehe ich jetzt mal hier raus. Und gehe auf die andere Seite. Okay, habe ich wohl falsch gedacht. Wieso müsst ihr wieder auftauchen? Oh, komm, Gewitter 2. Das regelt sowieso alles. Okay, ich muss durch die Höhle. Okay, merke ich mir. Aber ich habe keinen Bock mehr auf diese komischen Bäume. Die ringen auf. Nach dieser Sidequest kommt sowieso diese mit dem Labyrinth in der Wüste. Ihr wisst ja noch, diesen Tornado, was ich einmal gezeigt habe. Warte, hier muss doch irgendwas geben. Kann es wirklich sein, dass das alles ist? Anscheinend ist das wirklich alles. Okay. Da kommen wieder diese behinderten Geister. Diese makaber. Was heißt irgendwie makaber wieder? Das Wort kannte ich früher. Ich wusste auch, wie man das definiert, aber damals. Vor langer, langer Zeit. Wo ich jung war und jetzt 19 bald bin. Oh, bin bald alt. Okay, das haben wir. Gut, gut. Jetzt durch die Höhle. Lavos Ding. Lavos Leich. Also wir müssen den Kopf angreifen, weil das, die Hülle bringt sowieso nicht anzugreifen. Willst du mich verarschen? Und so. Und so. So. Schmatzer auf. Verdammt. Kannst irgendwie heilen oder so? So, danke. Attacke auf ihn hier. Du machst mal Schmatzer auf. Ach, du greifst einfach an. Er hat 2000 irgendwas oder 4000, glaube ich mal. Ja, Schmatzer auf dich selbst, gut. So, so. Ach, komm, hör auf mit dem Schaden. Aber er hat einen Frog verwirrt. Das ist nicht gut.
Okay, Frog hat keinen Bock irgendwie anzugreifen. Er greift die Hülle an, das bringt sowieso Lavos leicht nach dem Angriff. Ja, das passiert, wenn man das macht, dann kommt ein Konterangriff von ihm. Es reicht. Es reicht. Oha. Schmatzer. Verdammte Kacke nochmal. Ja, das hast du jetzt verdient. Das ist echt mal verdient, dass du jetzt... So. Ja, okay, komm. So eine behinderte Attacke, Frog. Das ist nicht gut. Belebung. Ja, Belebung. Du machst dann Schmatzer auf ihn hier. So eine verdammte Kacke. Okay. Objekte, du gibst dir selbst mal ein Top-Medaillon. Willst du mich verarschen? Okay. Okay, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Diese Truppe ist behindert. Ich brauche jemanden zum Heilen. Okay, ich nehme welchen Bastard nehme ich raus. Die machen gut Schaden. Okay, komm, so. Ich muss mich irgendwie heilen. Sonst habe ich Probleme. Also, wieso habe ich denn... Ach, was mache ich da? Ich habe Robo, er kann mich selbst heilen. Ey, das ist gut. Tech, Kraftstrahl auf ihn hier. So. Und so. MP. Okay, das muss ich auch wieder auffüllen bei ihm hier. Warte, Ether-Medaillon, das ist besser. Und so. Okay, die muss auch wieder aufgefüllt werden. Ja, das war das Problem. Ich hatte nicht alles voll, deswegen war ich auch so schwach. Geil, jetzt kann's losgehen. Jetzt bist du dran, du ekliger Bastard. Du ekliger, ekliger Bastard. Dachtest wohl, du kannst mich einfach so töten. So. Angriff, so. Egal, ich habe Robo in meiner Truppe. Er kann mich heilen. Wenn ich verletzt bin. Er kann mich heilen. Gut. Du machst den Heilstrahl auf alle. Du machst mal... Was machst du? Kannst du nichts anderes oder was? Okay, so. Du machst mal den Dreierkick auf deinen Kopf von ihm. Ich hoffe, das zieht schon was. Ich hoffe, das zieht irgendwas ab bei ihm. Dreierkick. 5. Okay, er ist gleich tot. So, Lavos Seufzer, einschläfern. Bist eingeschlafen? Ach du eklige Schlampe. Heilstrahl. Oder nein, Attacke auf ihn hier. Du machst den Uzi-Punch. Hat gerade Markus... Hat Markus gerade sie ange... Okay, er ist tot, oder? Markus, hör auf, deine eigenen Kameraden anzugreifen. Wir haben dich akzeptiert in die Gruppe, also sei froh. Heilstrahl auf alle. Du machst Angriff auf das hier. Du machst mal Angriff auf das hier. Komm. Es lag nur echt nur an der Gruppe und dass die Gruppe nicht geheilt war. So, danke. Es muss bald tot sein. Okay, es ist tot. Das ist gut. Ja, yeah. Safe State. 120 Tech-Punkte. Okay, das war gut. Wieso hang es gerade so? Ich weiß nicht. Giga-Arm. Habe ich das jetzt umsonst? Okay, Giga-Arm-Robo. Ja, okay, das ist gut. Das ist gut. Safe State. Und gehen einfach weiter und hoffen mal, dass jetzt kein... Okay, es kommt nicht mehr. Einfach durchlaufen, oder? Wieso bin ich hergekommen? Oh, makaber, makaber. Komm, stirb. Ich bringe dich schnell um. Oh, komm, schnell. Diese Lavos nerven nur. Es gibt insgesamt 3 Stück von denen. Jeder von denen hat 4000, deswegen wird es etwas makaber. Und hat mich dieser Bastard jetzt so viel... Wie viel Schaden der macht? Okay. Okay. Okay, du bist dran, du Bastard. Du bist dran. Das erklärt doch, warum ihr so viele Erfahrungspunkte bekommt bei denen, diesen makaber Teilen.
Aber ich hoffe, es kommt nicht mehr von denen. Warte, irgendwas hat da geleuchtet. Haben wir das nur eingebildet? Ist der ein Lavos? Mutschwert. Das wette ich mal, das ist für Frog. Ja, ich wusste es. Ich wusste es doch. So. Ach, komm, hör auf. Ach, hör auf hier. Das wird so schnell vorbeigehen. Das wisst ihr nicht. Und scheiße. Hey, die machen so viel Schaden auch noch. Ich dachte, ich bin overlevelt. Was ist jetzt los? Aber nein, anscheinend sind die irgendwie stärker. Und weg mit dir. Jetzt kommt der andere auch noch. Komm. Ey, hör auf, ganze Drobo zu fressen. Genau. Ach, fick dich doch, du Wichser. Ey, das ist echt so ein Kack hier. Diese verfickten Monster nerven richtig. Ich habe keinen Bock auch noch. Ach, komm. Objekte habe ich nicht. Warte, habe ich nicht Lapis oder so? Ich habe da davon ja so viel. So. Ach komm, noch einmal. Das war gut. Safe State. Ach so, hier geht's weiter. Ich dachte schon. Okay, da war ein blaues Ding. Das weiß ich noch. Um das zu öffnen, habe ich das jetzt gemacht. Habe ich die Truhe da nicht geöffnet? Oder habe ich die schon? Das sah gerade so aus, als ob ich die nicht geöffnet hätte. Oh, ich habe auf keinen Bock auf euch. Okay, okay, kein Bock mehr. Ich mache einfach Gewitter. Ich mache Gewitter 2. Das macht so kurzen Prozess mit denen. Mann, so ein ekliger Bastarde. Komm hier, Gewitter 2. Hör auf, ganz Zeit meinen Robo zu fressen. Das geht sowieso nicht, weil er aus Metall ist auch noch. Mann. So. Weg mit euch. Aber wie komme ich an diese zwei Schatztruhen da hinten? Oder eine Schatztruhe da hinten? Gibt es bestimmt einen Weg dahin. Und, oh, kacke. Jetzt kommen die bestimmt wieder, diese Geister. Ja, sag nicht jedes Mal. Oh, ich wusste es. Diese verbehinderten Geister. Okay, setzt jedes Mal sein Gewitter 2 ein. Das ist am effektivsten. Wenn die ganze mit physischen Angriffen hier machen, ziehen die mir alles ab und darauf habe ich keinen Bock und stirbt jetzt. Danke. Danke, dass ihr gestorben seid. Danke, dass ihr nicht mehr da seid. Markus erreicht nächste Stufe. Ey. Sehr, sehr gut, Markus. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, Lavos erscheint nicht wieder. Das ist gut. Aber die Geister erscheinen wieder. Wie zum Teufel soll ich da hochkommen? Warte, ich habe eine Idee. Mach mal ein Save. Oh, so eine Kacke. Komm, das sind diesmal zwei von denen, deswegen werden die mal physisch angreifen. Und weg mit dir. Robo, komm. Sehr, sehr gut, Robo. Und einen Angriff und so. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Ich habe mich auf die Sidequest gefreut, aber da kommen solche Bastardos von Gegnern. Warte, ich hab eine Idee. Wir machen mal so. Und sehen uns mal, ob wir nach links können. Okay, geht nicht. Geht nicht, geht nicht. Schade. Wo ist der Safe Point? Da. Soll ich die Unterkunft benutzen? Sehen wir uns mal an erst. Was, habe ich die Truhe nicht geöffnet? Ah, das habe ich noch nicht. Warte, Reflexring. Reflexring. Ne. Oha. Okay, okay. Magiering. Ja, war schon klar. Okay, komm. Wir gehen einfach mal rein. Rein ins Getümmel. Dachte es wohl, greif dich an. Sternsense. Für wen ist das wohl? Für ihn hier. Dankeschön. Dankeschön. Ach komm, dich greife ich an. So ein einzelner Bastard, der dachte, der kann mich jetzt irgendwie erschrecken. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Du ekliger Bastard, ich hasse dich dafür. Du weißt nicht, wie ich dich dafür hasse. Du hast meinen armen Robo getötet. Aber er ist wiederbelebt. Aus irgendwelchen Gründen ist er lebt er wieder. Und so, und so. Okay.
Ich hoffe, ich komme an den Schatz nur noch ran. Ja, halt die Fresse. Okay, Angriff. Du machst den Wolf. Ach, kann ja nicht mehr. Dreierkick auf seine Fresse. Du machst den Heilstrahl auf alle. Dreierkick. So und so. Okay, ich muss nur 2000 abziehen, dann habe ich gewonnen. Ja, danke, gut. Angriff. Dreierkick auf ihn hier. Du machst Heilstrahl auf alle. Immer zur Sicherheit. Immer zur Sicherheit. Immer schön aufheilen. Habe ich gewonnen? Okay, ich glaube, ich muss jetzt noch ein paar Mal physisch angreifen, dann habe ich gewonnen. Zum Glück hat er bisher keinen verwirrt. Was hat er jetzt gemacht? Oh, danke für den komischen Schaden, den du gemacht hast. So. So. Einstellung funktioniert sowieso nicht beim Robo, weil er ein Roboter ist. Und keine Effekte. Okay, es ist tot, wie ich gesagt habe. Es ist gut, es ist gut. Es ist sehr, sehr gut. Markus lernt dunkle Bombe. Dunkle Bombe. Die dunkle Bombe will ich sehen. Ey, wie geht's dir? Seid vorsichtig, es ist rutschig. Fallt hin und ihr müsst von vorne anfangen. Okay. Okay. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ah, oh, fick dich doch. Hey, ihr wollt mich doch komplett vernatzen hier. Geschafft. Ja. Und Safe State. Okay, gegen diese ganzen Bastarde soll ich jetzt kämpfen oder was? Mich macht Gewitter 2. Das hat alles geregelt. Yeah. Und weg mit euch. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich kriege sehr viele Erfahrungspunkte. Das ist sehr, sehr gut. Und so, und so, und so. Okay, die sind welches Level jetzt eigentlich? Willst du mich verarschen? Wetterklinge. Das kann nicht für Frog sein, weil ich jetzt schon viel was habe. Das muss dann wohl für Chrono sein. Ja, das war ein Anzeichen dafür, dass Krone wieder zurückkommt. Okay. Ah, hier sind wir wieder. Und was sagst du? Schieb die Schale, er klettert sie. Schieb die Schale, er klettert sie. Okay, was meinst du damit? Ich weiß es nicht. Egal, ich hole mir die Truhe, die er war. Hier ist so ein Safe Point. Dunkelhelm erhalten. Dunkelhelm ist ja besser als der. Okay. Soll ich jetzt eine Unterkunft benutzen? Ich glaube, ich benutze eine. Okay, das war gut. Und safe. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.